So, Moinsen, da sind wir wieder und jetzt geht's weiter. Und zwar mit dem Ende der Runde. Ach so, ab jetzt haben wir Barriere. Das wird gut, das wird toll. Schauen wir mal, was die anderen machen. Die da drüben. Zum Glück lassen die uns da drüben erstmal noch in Frieden. Wo kommt er denn her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Der, das ist aber jetzt blöd, dass der Imperator da auftaucht. Ich wollte mich gerade mit Bellacor kloppen. Beide wird scheiße. Ist der jetzt hier einfach durch das Gebiet marschiert, ohne was zu machen? So ganz heimlich? Okay. Verändert ja schon wieder alles. Naja, wir müssen uns gleich mit Grom anlegen. Das wird schon schwer genug. Peter. Von Falkenstein. Okay, da kommt das Chaos. Und macht den schönen Wald kaputt. Okay, jetzt muss Stryker sich erstmal wieder um was anderes kümmern. Alles klar. Das ist klar. Er geht da rein, das ist gut. Dann kriegen wir ihn vielleicht kaputt, bevor der Imperator da ist. Okay, da werden jetzt die ersten Abwehrmaßnahmen getroffen hier, aber das wird nichts nützen. Wenn du Pech hast, nimmt Festus dir deinen Baum weg. Das wäre der Albtraum für Dryker. Er ist auch ein richtig erfolgreicher Pirat, ne? Der jemals irgendwelche Beute mit nach Hause gebracht hat? Ich glaube nicht. Genau. Ja. Noch mehr Biestmänner, okay. Die ist völlig im Arsch, okay. Zack, Theresa dahin. Du dahin. Egal, weg mit dir. So. Ja. Mit der Billo-Armee bist du hier hochgekommen. Yours is power, I follow. 70. They will serve. It will be a mass grave. 70. Okay. Ach so, vergessen aufzubauen. Scheiße. Ja. Zack. Einmal zusammenlegen. Und ein paar neue. Du. Du legst die alle mal zusammen. Und sie auch ein paar neue. Kannst
kannst du noch so einen dazu holen. Dann wird das langsam mehr. Jo. Führerschaft im Belagern und Umkreisen. Geschossresistenz in Belagerungsschlachten. Nein, wir wollen jetzt erstmal, dass die hier den Durst bekommen. Ah, seht ihr den schönen blauen Balken hier? Ah, ist das herrlich. So, jetzt sterben die nicht mehr ganz so schnell. Der braucht noch 8 Runden. Ich weiß ehrlich gar nicht so genau, ob ich mit dir wirklich Verfluchte haben möchte. Vielleicht bist du eigentlich mit Zombies ganz gut aufgehoben. Weil ganz ehrlich, die sterben ja nicht so schnell. Und es sind mehr. Klar, die Verfluchten haben eine fettere Rüstung und die halten mehr aus und die machen auch mehr Schaden. Aber die haben 9800 Leben und die haben 12000 Leben. Ne? Die Zombies sollen keinen Schaden machen. Es geht nicht darum, dass sie Schaden machen. Es geht mir einfach nur darum, dass die alles aufhalten. Und die Zombies regenerieren. Das machen die Verfluchten nicht. Und deswegen sind die Verfluchten nicht schlecht. Denn Heiner regeneriert ja auch noch alles um sich herum. Und wenn die Zombies mit Durst, die Zombies haben, das ist keine Regeneration, das ist ja hier die gefräßigen Toten, kriegen die halt doppelt, ne? Kriegen die von Heiner und sich selbst, deswegen sterben die auch nicht. Plus die Mortis Engines und so weiter und so fort. Ich glaube, ich bleib bei Zombies. Ich glaube, ich bleibe bei Zombies. Und deswegen schmeiße ich die beiden direkt wieder raus. Die kosten jetzt zu viel Geld. Huch. Wir machen das so. Fertig. Gut. Mokur ist Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? And I shall consider your request. Aus irgendeinem Grund geht das hier vor. Ach so, er hatte auch Stress mit dem Tiermenschen, das findet er ganz gut. Okay, dann werden wir jetzt Grom angreifen. Das wird nicht einfach. Komm jetzt mal raus da, so. Na, kannst du dich hier schon verstecken? 45, natürlich. Ich fürchte, verstecken wird nichts. Aber, oh, warum auch immer. Okay, sag ich nicht nein. Gut. Ja. Ach ja. Warte, war auch noch nicht auf irgendwas? Okay. Geht das schön dran vorbei. Na gut, Rums, habt ihr das gehört? Da draußen bricht gerade der Krieg aus. Wir haben Silvester. Damit kann ich leben. Oh, seht ihr das? Durch die Barriere, ne? Oh, Barriere ist was Feines. Aber ich habe irgendwen verloren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Keine Ahnung. Oder hatte ich tatsächlich nur 19? Ich hatte nur 19 anscheinend, okay. Baum fällt. So. Warum der Imperator mit so einer kleinen
Mini-Armee da bei mir oben ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vor allen Dingen rennt er erstmal an allen, er muss ja an allen anderen Städten vorbeigelaufen sein. Ist ja schon so ein Ding. Ellendeling. Die heißen beide so. Mhm. Also den kannst du ja irgendwann sparen. Ne? Okay. Karawane, wo ist die denn? Ja. Danke, dass du mir das sagst. Jupp, jupp. Angst ist ein Fremdwort. Nee, hab 20. Sah grad so aus, als wenn ich irgendwie zu wenig hätte. Yes. Ja, wir bleiben mal kurz hier und... Immer noch 70, cool. Ja. Gleiches Spiel wie gerade. Du einmal hier hin. Du einmal dahin. Flucht nach vorn. Okay. Yes, my son. March. Du hierhin. Soon I'll be all powerful. Du dahin, so. Weg mit dir. Kein Bock zu kämpfen. So. Sind eh nur Zombos. Jo. Jo. Everything dies. Ja, scheiß drauf. Fassen wir euch. Ja gut, ihr seid ja noch recht schnell wieder da. Fassen wir euch mal zusammen hier. Wie sieht es bei dir aus? Ach. Uninteressant. Gut, gut, gut. Einen haben wir. Na, mach, gib mir mal deine Vitalität. Oder warte mal. Ja, komm. Du gehst jetzt ein. Du bist ja deine Verfluchten da. Wie geht's denen eigentlich? Die haben ganz gut ausgehalten. Sehr gut. Und du? Du hast bisher nur Zauberei und so gelernt, ne? Na gut, die beiden machen wir die auch schon mal hier. So. Heiner auch? Achso, okay, Heiner auch. Heiner, du bist jetzt hier lang. So. Mhm, Die wichtigsten Sachen haben wir auch alle schon, ne? Gut. Und er hier. So, du bist jetzt so defensiv, wie man nur sein kann, ne? Nee, noch nicht. Kriegst noch ein paar Trefferpunkte oben drauf. So. Ja, schon klar. Von mir aus. Was ist hier los? Endlich. Auch das machen wir. Und so. Gut, haben wir die beiden vertrieben. Jetzt nehmen wir Groms Hütte. Mit ein bisschen Glück hat er dann ein bisschen Geld drin. Dann können wir ihn ein bisschen berauben. Denn wir brauchen Geld. Beziehungsweise schwarze Magie. Was auch ein bisschen dämlich ist, das irgendwie als Währung zu benutzen. Ne? Ich verkaufe dir das für 20 schwarze Magie. Oh, habe ich gerade bei, ja. So, jetzt kommen die hier alle an. Ach ja, Skarsnik ist ja hier, stimmt. Der hat sich irgendwie reingemogelt.
Eine Benji. Ich würde auch gerne, ich hätte auch gerne eine Benji. Aber dafür muss man erstmal die Gebäude so hochkriegen. Das wird nichts, wenn Bellacore die immer wieder einreißt. Oder irgendein anderer. Striker, da hast du Glück gehabt. Er hätte auch auf deinen Baum losgehen können. Aber anscheinend ist er dazu nicht in der Lage. Er hat ja bei dem kleinen Dorf schon die Hälfte seiner Truppen verloren. Jo. Doch ein komische Kopfbedeckung, die sie da anhat, da, ne? Und die Musik aus. Und wieder an, und wieder aus, und wieder an. Okay, ihr seid alle irgendwie hart angeknackst wegen Festus, ne? Der verbreitet da Krankheiten. Ohne Ende. Cecilio Portanes. Portoanis. Oder was auch immer. Rätselhaft hier. Oh, das ist gut. Bewegungs... Naja, nicht so gut. So. Schauen wir mal. Scheiß drauf. Jetzt sehen die Pyrus-Siege schon nicht mehr so schlimm aus mit der Barriere. 8000, 4000, ja, komm, 4000 reicht mir, dafür haben wir hoffentlich mindestens zwei Stockwerke hier drin, oder? Sogar drei, das ist gut. Das ist gut. Wir wollen erstmal das wieder. Ist hier irgendwas Besonderes? Nö. Nur für Orks, ne? Aber egal. Drei, das ist, ist glaube ich das größte Haus, was wir haben jetzt hier. So, du kannst die Hütte wieder aufstellen. Okay. Wo seid ihr denn überhaupt? Ihr habt nur die drei hier. Gut. Dann machen wir euch jetzt auch noch an. Auf der anderen Seite, Grom ist noch nicht. Ich habe nicht. Oder habe ich das gerade nicht gelesen? Ich habe nichts davon gelesen, dass Grom vernichtet ist. Doch, er ist weg. Das war's. Ich dachte, er hätte hier unten noch irgendwas gehabt. Hier ist auch so eine Hand. Aber nur da unten, nicht hier. Okay. Einer steigt nochmal. Und zwar Ritter der Nacht. Schwarze Kutschen, Blutritter, Leichenkarren, Sensenreiters und Mortisschreine. Ja. Und hier haben wir... Da haben wir Gruftgrude, Gruftschrecken, Lightheim-Sucher. Wo sind die Gespenster? Die sind natürlich diesmal alle verteilt hier, ne? Das ist ätzend. Zombies und Gespenster. Die Sensenreiter sind die, die irgendwie am ehesten hier sterben. Meine Lightheim-Sucher auch. Aber von denen haben wir nur einen bisher. Also von daher machen wir jetzt hier die Leichenkarrenblut, Sensenreiter und Mortisschreine. Gut. Gut, gut, gut. Was gibt's hier? Ach, habe ich gerade schon geguckt, ne? Wenn ich das Häuschen verlasse. Wieso kann ich hier nicht aussteigen? Follow me.
Ich bleib bei der Regeneration. Dann kann ich auch mal kurz hier hinlaufen noch, ne? Da komme ich nicht an. Dann kann es da drin bleiben. So. Ja. Was gibt's hier? Eine Stufe höher. Hier. Ja, ein bisschen Geld ist gut. Stimmt. Ach ja, hier natürlich auch. Wachs mal. Aha. Oh, da gibt es 80 Grad. War da noch 70, oder? Ne, Heiner hatte 70 da unten. Okay. Also eure Routen, die verstehe ich auch immer nicht so richtig. Erst alle, ja, deine Zähne. Jetzt ist Vlad plötzlich als Held unter... Nee, erst... Hat er nicht gerade schon Reittier gehabt? Ach. So, er wieder nach Hause. Stimmt, wir werden jetzt mal da oben Hallo sagen. Damit das ein für alle Mal aufhört hier. Irgendwie habe ich gerade damit gerechnet, dass die mir jetzt den Krieg erklärt. Tatsächlich. Ich habe gerade so im Gedanken gedacht, so, na, jetzt fehlt eigentlich noch, dass Carcassonne beleidigt ist, weil ich durch ihren Garten gelatscht bin. Aber die Waldelfen wollen ihr nicht helfen. So. Ach, ihr auch? Wo seid ihr denn überhaupt? Ihr seid nur so ein kleines Pissding in hier. Na gut. Okay. Witzig. Ich wollte es tatsächlich gerade sagen. Es fehlt nur noch, dass Carcassonne mir jetzt den Krieg erklärt. Und dann geht's los. Aber im Prinzip ist das ja perfekt. Dann haben wir ja was zu tun auf dem Rückweg. Wir machen erstmal das Städtchen daneben uns da. Greifen wir mal kurz an. Und da die Waldelfen keinen Bock haben. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich nicht gegen Carcassonne kämpfen wollte. Weil die weil Orion sonst durchdreht. Okay, Throck. Konföderiert. Baukosten und Einkommens, ja. Ja, sehr schön. Dann machen wir jetzt den Durst. Dann kommen wir der Sache schon wieder so ein bisschen ein Stück näher hier. So, okay, Heiner. Heiner kann nicht viel laufen. Du kannst also wirklich nicht viel laufen, sehe ich gerade, ne? Reicht das? Mal gucken, was hier los ist. Aha. Oh, wir machen jetzt 1,5. Leitheim-Suras? Leitheim-Suras? Nö. Gespenster? Auch nicht. Wir könnten uns jetzt noch eine dritte Mortis-Engine holen. Wollen wir die haben? Zwei sind eigentlich genug. Zumal die auch immer getötet werden. Wir lassen das. Ja, also die Bewegungsreichweite war ja jetzt hier richtig für den Arsch. Da ist er schon! Okay. Wo hast du denn deine Grenze? Da, Alter, okay. Na dann, lauf mal hier lang. Aber, ich würde sagen, den Spaß heben wir uns auf fürs nächste Mal.
Dann ist die Folge zwar diesmal nur 25 lang, aber ich habe noch genug wieder gut zu machen hier. Ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ein welchen und wir nehmen jetzt langsam Fahrt auf, wie ihr seht. Die Armee von Heiner ist jetzt langsam auch eine Heiner-Armee und ja, und dadurch, dass wir das Ganze jetzt auf schwer gestellt haben, kommen jetzt auch ein paar mehr Angriffe und drum und dran. Wir werden sehen, wie das wird. Es macht definitiv Spaß und bleibt spannend. Ich danke euch nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.